Und ich rufe Tagesordnungspunkt 46 auf, Antrag der Fraktion der SPD betreffend eine Aktuelle Stunde. Innenminister Beuth müsste nicht nur ankündigen, sondern auch endlich handeln. Gesetz über die dringend notwendige Reform des Hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz ist überfällig. Drucksache 19-4437. Ich erteile als Erstes Herrn Rudolph von der SPD-Fraktion das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Erinnern wir uns, im November 2011 wurden die schrecklichen Mordtaten des NSU bekannt. Zu Recht hat der erste Bundestagsuntersuchungsausschuss zum NSU-Komplex einvernehmlich festgestellt, dass die Analyse der Verfassungsschutzbehörden in Bund und Ländern zu rechtsterroristischer Gefahr falsch und grob verharmlosend war. Und deshalb streitet auch niemand ernsthaft ab, dass Handlungsbedarf besteht, und zwar auf allen Ebenen. Und deswegen, meine Damen und Herren, müssen die gesetzlichen Grundlagen für die Regelung des hessischen Verfassungsschutzes auch verändert werden. Und dies ist dringend notwendig. In vielen Bundesländern und auf Bundesebene ist schon viel passiert, auch was die Kontrolle der parlamentarischen Organe des Verfassungsschutzes betrifft. Wir fordern, meine Damen und Herren, als SPD, wir haben das wiederholt getan, Kollegin Faeser, ich und unser Fraktionsvorsitzender seit Jahren, weil NSU-Komplex November 2011 bekannt, wir schreiben Januar 2017. Wir fordern ein modernes Gesetz über das Landesamt für Verfassungsschutz. Die parlamentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes muss maßgeblich verbessert werden. Meine Damen und Herren, da die Kommission geheimtagt, sage ich es trotzdem. Wenn 5 Abgeordnete, die sind vom Landtag gewählt, darunter 2 der Opposition, mehrere hunderte Mitarbeiter des Verfassungsschutzes kontrollieren sollen, ohne dass sie eigene Mitarbeiter haben, ohne dass sie in Akten gehen können, schauen können, ohne dass sie Mitarbeiter befragen können, dann ist das auch nicht möglich. Wir brauchen eine echte parlamentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes. Und weil dann der Innenminister, die CDU, gleich sagen wird, wir misstrauen den Leuten im Verfassungsschutz. Wir sind froh, dass es heute auch einen anderen Präsidenten des Verfassungsschutzes gibt als zu Zeiten der NSU-Mordserie. Wir haben es ja im Untersuchungsausschuss erlebt, teilweise abenteuerliche Behauptungen. Der Verfassungsschützer Temme, der am Tattag fast zur Tatzeit da war, war angeblich der beste Mann des hessischen Verfassungsschutzes in Kassel, meine Damen und Herren. Und von daher, auch was Mitarbeiter sagen, man soll aufpassen, dass man nicht irgendwo neben einer Leiche erwischt wird. Nein, da gab es eklatante Versäumnisse, und deswegen brauchen wir dringend eine Reform. Ihr Zwischenruf, Ihre Unruhe macht deutlich, da besteht Handlungsbedarf, Herr Bellino. Wir wollen für die Kontrolle des Verfassungsschutzes eine eigene Geschäftsstelle mit Mitarbeitern. Wir wollen, dass es gegenüber dem Landtag eine Berichtspflicht gibt, so wie es auch im Deutschen Bundestag möglich ist. Über die Ausgestaltung muss man naturgemäß reden, meine Damen und Herren. Wir brauchen rechtsstaatliche und transparente Regelungen zur Voraussetzung Zuverlässigkeit und Führung von V-Leuten. Und V-Leute dürfen nach unserer Meinung keinen steuernden Einfluss auf die zu beobachtende Organisation haben, und sie dürfen vor allem nicht als eine alleinige Einnahmequelle Geld dafür bekommen, weil das schafft Abhängigkeiten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die ersten Entwürfe der Landesregierung wurden im Oktober 2014 vorgelegt. Ein Jahr später hat die Expertenkommission diese Entwürfe teilweise als verfassungswidrig bezeichnet. Und, meine Damen und Herren, seit Oktober 2015 stille Ruhe der See. Nun ist ja dieser Innenminister auch eher ein Ankündigungsminister. Beim Verfassungsschutz, beim Gesetz, Informationsfreiheitsgesetz, Hessen ganz hinten. Meine Damen und Herren, Herr Innenminister, warum legen Sie eigentlich nicht die entsprechenden Gesetzentwürfe vor? Es ist Handlungsbedarf. Das sind wir übrigens auch den Opfern, den Ermordeten schuldig, dass wir die notwendigen, richtigen rechtsstaatlichen Konsequenzen ziehen. Ja, das ist eine klare Forderung, auch eine Wiedergutmachung, sofern das überhaupt möglich ist. Und, meine Damen und Herren, 1.9.2016, vollmundige Presseerklärung des Innenministers, starker Verfassungsschutz, Gesetz über Landesamt für Verfassungsschutz soll noch in 2016 kommen. Presseerklärung der CDU-Fraktion mit einem Jugendbild von Holger Bellino, ähnliche Richtung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was ist passiert? Nichts. Still ruht der See. Wann wollen Sie eigentlich als Landesregierung, das ist Ihr Job, dem Landtag die notwendigen Konsequenzen aus der NSU-Mordserie aufzeigen und die Veränderungen vorlegen, die wir dringend brauchen?
Und wir wollen nicht, dass Abgeordnete durch den Verfassungsschutz kontrolliert werden. Es läuft genau andersherum. Wir wollen eine echte parlamentarische Kontrolle. Wir wollen übrigens auch wie im Deutschen Bundestag, dass alle Parteien des Bundestages da und hier in Hessen vertreten sind. Weil das ist eine gemeinschaftlich-parlamentarische Aufgabe, die wir zu erfüllen haben. Und deswegen, Herr Innenminister, nicht nur immer ankündigen, sondern endlich handeln, einen Gesetzentwurf vorlegen, der rechtsstaatlichen Grundsätzen entspricht. Wir greifen teilweise ja auch in Grundrechte ein. Die terroristischen Herausforderungen sind enorm. Aber dafür brauchen wir rechtsstaatliche Grundlagen. Herr Innenminister, handeln Sie. 2011, November, NSU-Mordserie bekannt. Januar 2017, wir warten auf die Gesetzentwürfe. Wir lassen nicht locker. Hier ist Handlungsbedarf. Tun Sie endlich Ihre Aufgabe. Vielen Dank. Danke, Herr Rudolph. Bevor wir in der Debatte fortfahren, möchte ich auf den Vorfall in der vorherigen Debatte noch einmal kurz Bezug nehmen. Uns liegt ein Auszug des Gesprächsprotokolls vor. Wir sind hier einhellig der Meinung, dass im Moment keine weitere Reaktion erfolgen muss. Wir sollten im nächsten regulären Ältestenausschuss noch einmal darüber reden. Das zu der Bemerkung und weiter in der Debatte. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Bellino das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Kollege Rudolph, auch an dem Bild arbeiten wir noch, beziehungsweise ich werde alles tun, mich in diesem Jahr wieder dem Bild anzunähern. Ich bin da optimistisch. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Präsident, diese Aktuelle Stunde der SPD ist zu spät und bezüglich des Titels nicht nur ankündigen, sondern auch handeln, auch falsch. Der Minister, Herr Kollege Rudolph, hat längst gehandelt bezüglich des Gesetzes und mindestens genauso wichtig, und das sollten Sie wissen, bezüglich der Optimierungen in der Aufbau- und Ablauforganisation des Verfassungsschutzes. Das ist schon längst geschehen. Da bedurfte und bedarf es keiner Aufforderung und auch keiner inhaltlichen Bereicherung durch die SPD. Mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der wichtigen Landesbehörde, von der ja Teile der Opposition wünschen, dass sie abgeschafft wird. Die LINKEN haben ja schon eine Pressemitteilung herausgeschickt, bevor die Debatte angefangen hat. Bessere Vernetzungen innerhalb der Behörde und ein optimiertes Auswertungs- und Berichtswesen sprechen eine deutliche Sprache. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ich gerade schon Bezug auf die Linkspartei genommen habe, wissen Sie, meine Damen und Herren, wer den Verfassungsschutz abschaffen will, ihn als Unsicherheitsbehörde diffamiert und die Mitarbeiter als Schlapphüte tituliert, der ist für uns kein Gesprächspartner und darf auch nie die Möglichkeit haben, in den Verfassungsschutz reinzuregieren. Wer sich wie Sie, Frau Wiesler und Herr Schaus, solidarisch zu einem hauptamtlichen Stasi-Mitarbeiter Holm bekennen, hat in sicherheitsrelevanten Politikbereichen nichts zu suchen, vielleicht in Venezuela oder in Russland, aber nicht in Deutschland und nicht in Hessen. Denn bei diesem Stasi-Aktivisten und früheren Staatssekretär Ihrer Partei handelt es sich schließlich nicht um einen Mitläufer, sondern um jemanden, der noch Monate vor dem Mauerfall oder in der Wendezeit bei der Stasi anheuerte. Solche Menschen waren und sind nicht von gestern, sie waren und sind von vorgestern. Sie sind politische Plusquamperfekte, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber bezüglich der bereits angesprochenen Optimierungen, Frau Kollegin Wiesler, von denen Sie gar nichts verstehen, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesamtes und die 2012, Herr Kollege Rudolph, 2012 ins Leben gerufene Arbeitsgruppe Neuausrichtung des Verfassungsschutzes wertvolle Arbeit geleistet. Hessen hat frühzeitig damit begonnen, aus der schrecklichen Mordserie der sogenannten NSU die Konsequenzen zu ziehen. Hierzu, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch Herr Kollege Rudolph, gehören maßgeblich Reformschritte, die durch die Regierung und durch die Verwaltung angegangen wurden und umgesetzt wurden. Dafür bedurfte und bedarf es zunächst auch keiner Gesetzesänderung. Ich nenne beispielhaft
eben die Lehren aus dieser schrecklichen NSU-Zeit, die Einführung spezieller Weiterbildungen, die die interkulturelle Kompetenz der Sicherheitsbehörden stärken und die interne Fehler- und Arbeitskultur verbessern. Ich nenne stellvertretend das neue Personalentwicklungskonzept, das bereits 2013 eingeführt wurde und unter anderem vorsieht, dass neue Bedienstete des gehobenen Dienstes im Landesamt der Bundesbehörde dann auch hospitieren. Ich nenne die klare Regelung, dass bei polizeilichen Ermittlungen in Fällen, die einen rassistischen Hintergrund oder andersweitig politisch motiviert zu sein scheinen, das Landesamt frühzeitig eingebunden wird. Damit werden die Erkenntnisse von Polizei und Verfassungsschutz besser vernetzt. Und ich nenne stellvertretend die Erhöhung des Personals beim Landesamt für Verfassungsschutz um ein Drittel und die stärkere operative Ausrichtung des Verfassungsschutzes. Alles längst umgesetzt, Herr Kollege Rudolph. Alles Maßnahmen, die in Zeiten neuer und stärkerer Bedrohungen die Schlagkraft erhöhen und dadurch Staat, Gesellschaft und Menschen besser schützen. Und die unabhängige und überparteiisch besetzte Expertenkommission von der Landesregierung zu Beginn dieser Legislaturperiode bereits eingesetzt, hat eindrucksvoll bestätigt, dass Hessen die richtigen Schritte nach der NSU-Mordserie eingeleistet hat. Und sie, diese Kommission, hat auch wichtige Impulse für die Gesetzesarbeit geleistet. Deshalb werden wir diese Initiativen der Expertenkommission in Richtung Änderung des Gesetzes und auch die neuen gesetzlichen Regelungen auf Bundesebene sinnvoll zusammenführen und in einen Gesetzestext gießen, meine sehr geehrten Damen und Herren, der der Sache angemessen ist, der nicht vom Populismus gezeichnet ist, sondern der die Sicherheitsbedürfnisse dieses Landes entsprechend reflektiert. Darauf können Sie sich verlassen, dass hier ein Gesetzentwurf vorgelegt wird, der die Sicherheitslage abbildet und der unseren Verfassungsschutz weiter schlagkräftig macht, um unsere Sicherheit zu verteidigen. Hessen verlässlich sicherer zu machen, ist und bleibt unsere Devise, auch in diesem Thema. Besten Dank. Danke, Herr Bellino. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Greilich das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lieber Herr Kollege Bellino, es ist in der Tat ja berechtigt die Nachfrage, ob 2017, 2018 oder nächste Wahlperiode oder wie auch immer. Denn das ist der Punkt, um den es hier geht. Es geht um die Frage, wann kommt der Gesetzentwurf für das Verfassungsschutzgesetz. Und der ist, wie der die SPD und wie der Kollege Rudolph zutreffend festgestellt haben, der ist längst überfällig. Selbst nach ihren eigenen Ankündigungen im Dezember 2016, ich habe zwischendurch Silvester gefeiert und davor Weihnachten und habe nichts dergleichen gesehen. Wir haben jetzt 2017, wenn Sie es noch nicht zur Kenntnis genommen haben. Meine Damen und Herren, wir haben den Bericht der unabhängigen Expertenkommission zur Neuausrichtung des hessischen Verfassungsschutzes zur Kenntnis genommen. Wir haben ihn sehr dankbar zur Kenntnis genommen. Ich will das hier ausdrücklich noch einmal sagen. Was diese überparteilich eingesetzte Expertenkommission an Arbeit geleistet hat, ist schlicht hervorragend, parteipolitisch neutral, an der Sache orientiert. Und dafür müssen wir uns alle gemeinsam, da sind wir uns auch einig, sicherlich bedanken. Ich nehme es auch positiv zur Kenntnis, und ich habe das hier an dieser Stelle auch schon einmal gesagt, dass die Landesregierung einige Punkte umgesetzt hat aus den Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses im Bund. Das lässt sich nicht bestreiten. Das will ich auch nicht bestreiten, sondern ich belobige es ausdrücklich, weil ich das für richtig halte. Aber ein wesentlicher Punkt fehlt, und das ist die Frage der Neuregelung des Rechts des Verfassungsschutzes in Hessen. Und da muss man nur auch einmal zur Kenntnis nehmen, was die Expertenkommission gesagt hat. Sie hat nämlich gesagt, dass das, was Sie vorschnell vorgelegt hatten, zu Beginn der Arbeit der Kommission, die damit brüskiert haben, dass das ein, ich will keinen Kraftausdruck gebrauchen, das ist unparlamentarisch, aber dass das sicherlich nicht beratungsfähig in diesem Hause ist, weil es in weiten Strecken gegen die Verfassung verstößt. Meine Damen und Herren,
Das ist der dicke Wermutstropfen, der in der gesamten Diskussion immer wieder festzuhalten ist. Was wir brauchen, und da scheint es nicht möglich zu sein, eine Einigung innerhalb der Koalition zu finden, anders lassen sich ja auch diese zeitlichen Verzögerungen und das Negieren der eigenen Ankündigung nicht erklären. Wir brauchen eine wohl austarierte Regelung, die sowohl den Sicherheitsbedürfnissen unseres Landes gerecht wird, der dafür sorgt, dass wir einen effektiv arbeitenden Verfassungsschutz haben, der aber auch dafür sorgt, dass wir eine effektive parlamentarische Kontrolle hier gewährleisten können. Auch dazu hat der Kollege Rudolph schon einiges gesagt. Ich will das nicht wiederholen. Wir haben die Debatten hier mehrfach geführt. Es geht jetzt schlicht um die Abläufe. Und das, was Sie bieten, sind nur Verzögerungen. Immer wieder Verzögerungen, immer wieder nicht eingehaltene Terminzusagen, nicht eingehaltene Versprechungen. Und es tut mir leid, Herr Innenminister, an der Stelle ist der Vorwurf zutreffend. Mindestens da sind Sie beim Ankündigungsminister geblieben. Wir brauchen mehr als Ankündigungen, wir brauchen eine Gesetzesvorlage. Ich will eines noch mit allem Ernst sagen. Ich habe, nachdem der Bericht der Expertenkommission vorlag, schon am 5. Januar 2016 die anderen Fraktionen angeschrieben und darauf hingewiesen, dass ich der Auffassung bin, dass die Frage der Neuregelung des Verfassungsschutzes und der parlamentarischen Kontrolle eine so wichtige und auch für unsere Demokratie so sensible Aufgabe ist, dass es gut wäre, hier einen Konsens zu finden über die Fraktionsgrenzen hinweg und wenigstens zwischen den vier Fraktionen, die zu der Erkenntnis und der Tatsache stehen, dass wir einen Verfassungsschutz brauchen, einen gemeinsamen Entwurf zu erarbeiten. Die SPD hat dort schon Ansätze geliefert. Wir haben den Bericht der Expertenkommission. Dann sollte das doch möglich sein. Es hat dann immerhin zwei Monate gedauert, bis ich wenigstens mal eine Antwort bekam. Mit Schreiben vom 1. März, da wurde dann auch wieder mal nur mitgeteilt, na ja, wenn wir fertig sind mit unserer Arbeit, dann geben wir euch das mal, könnt ihr mal gucken. Meine Damen und Herren, das ist nicht das, wie man zu einem gemeinsamen Gesetzentwurf kommt und wie es dem heiklen Themenfeld auch angemessen wäre. Ich wiederhole an dieser Stelle ausdrücklich, wenn Sie ja ohnehin nicht in die Pötte kommen, legen Sie das auf den Tisch, was Sie haben, kommen Sie in eine gemeinsame Arbeitsgruppe. Wir haben das damals beim Datenschutzgesetz praktiziert, und dann können wir gemeinsam eine vernünftige Lösung erarbeiten. Ich bin zuversichtlich, dass wir das auch hinkriegen, wenn der Wille da ist, wenn der Wille da ist, sich bei diesem heiklen Thema auch wirklich zu einer gemeinsamen Lösung zu bewegen. Dazu fordere ich Sie ausdrücklich auf. Ich sage abschließend, meine Damen und Herren, es ist, wie ich gestern schon erwähnt habe, es ist schlichtweg ein Unding, dass wir heute Jahre nach den NSU-Morden, Jahre nach der Vorlage der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses und fast anderthalb Jahre nach den Wegweisungen durch unsere Expertenkommission noch immer keinen Gesetzentwurf hier vorliegen haben. Ich fordere Sie auf, endlich in die Gänge zu kommen und dieses Thema hier im Parlament mit uns zu erörtern. Danke, Herr Greilich. Für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich Herr Frömmrich zu Wort gemeldet. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, genau, Herr Kollege Greilich, das ist das, was wir wünschen, und das ist auch genau das, was wir wollen, und das ist auch das, was wir Ihnen gegenüber angekündigt haben. Wir wollen, wenn wir in der Regierungsberatung und in der Beratung der Regierungskoalition fertig sind, dann wollen wir gerne mit Ihnen als Opposition darüber sprechen, und zwar vor einem offiziellen parlamentarischen Verfahren, weil wir glauben, dass wir in dieser Frage eine große Mehrheit in diesem Hause herstellen müssen, dass wir eine große Einigkeit in dieser Frage haben müssen. Aber wie das so ist, und das kann ich Ihnen nur so sagen, und Sie wissen das aus eigenen Geschichten. Jetzt arbeiten wir erst einmal als Regierungskoalition, und dann, das habe ich Ihnen zugesichert, werden wir auf die Opposition, auf die FDP und auf die SPD zugehen und werden mit Ihnen diese Frage erörtern. Unser Ziel ist es, große Gemeinsamkeit in diesem Reformprozess hinzubekommen, meine Damen und Herren. Zweite Bemerkung. Ich finde, die Kolleginnen und Kollegen müssen sich dann irgendwann einmal entscheiden, welches Argument sie wollen. Nämlich auf der einen Seite, als wir
die Gesetzentwürfe vorgelegt haben von SPD, von CDU und Grünen, das war in 2010, hat Frau Faeser, 2014, Entschuldigung, hat Frau Faeser erklärt, Zitat, wieso Schwarz-Grün nun zwei Entwürfe vorstellt, mit denen man Handlungsempfehlungen aus dem NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags umsetzen möchte, obwohl man doch erst im Frühjahr eine vom Innenminister eingesetzte Expertenkommission eingesetzt hat, die sich genau mit dieser Frage beschäftigen soll, bleibt schleierhaft. Zitat zu Ende. Also da wird vorgeworfen, wir haben viel zu schnell etwas vorgelegt. Wir sind sozusagen, wir haben die Expertenkommission düpiert. Jetzt haben wir Folgendes gemacht, auf das Argument der Opposition eingegangen und auch auf den Wunsch, auf den Wunsch auch des Parlaments, die Ergebnisse der Expertenkommission im Parlament zu diskutieren, also im Innenausschuss zu diskutieren. Das haben wir im September gemacht, Jetzt kriegen wir vorgeworfen, dass wir keinen schnellen Vorschlag vorgelegt haben. Sie müssten sich schon einmal für eines der Argumente entscheiden. Ich kann Ihnen nur sagen, in Richtung der SPD-Fraktion, wir diskutieren jetzt anhand der Ergebnisse der Expertenkommission die Fragen, die dort aufgeworfen worden sind. Das tun wir innerhalb der Regierungskoalition. Dann haben wir einen Entwurf. Diesen Entwurf werden wir dann mit FDP und SPD gerne diskutieren. Und ich glaube, dass das eine gute Grundlage sein wird für eine gemeinsame Entschließung, für einen gemeinsamen Gesetzentwurf, vielleicht sogar hier im Hessischen Landtag zum Thema Verfassungsschutz, meine Damen und Herren. Dritte Bemerkung. Und Sie tun ja gerade so, als würde in diesem Bereich überhaupt nicht gearbeitet. Der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz war ja vorhin hier anwesend. Natürlich sind viele Dinge, die Expertenkommission angeregt hat, aber auch die in den Handlungsempfehlungen des Deutschen Bundestags, des NSU-Untersuchungsausschusses gefordert worden sind, sind ja längst umgesetzt. Und wenn Sie diesen Teil des Berichts der Expertenkommission auch einmal lesen würden, dann würden Sie sehen, dass in diesem Bereich vonseiten der Landesregierung sehr intensiv und sehr stark gearbeitet worden ist und dass die Expertenkommission viele dieser Reformprozesse ausdrücklich in ihrem Bericht gelobt hat. Vergessen Sie das doch nicht immer, wenn Sie hier solche Reden halten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vierte Bemerkung, und das ist der schwierige Prozess, in dem wir uns zurzeit befinden. Weil das geht ja auch nicht. Die Expertenkommission sagt, dass das, was wir vorgelegt haben, zu weitgehend ist, insbesondere in der Frage der Transparenz, in der Frage des Informationsaustausches und in der Frage des Führens der V-Leute. Das ist denen zu weitgehend. Bei den V-Leuten sagen sie, ihr könnt euch nicht von diesem Informationsfluss abschneiden. Wir haben aber gesagt, wir wollen enge Grenzen für das Führen von V-Leuten haben. Und in diesem Prozess sind wir jetzt gerade. Auf der einen Seite die Anregungen der Expertenkommission aufzunehmen, ohne aber hinter unseren Anspruch zurückzugehen, dass wir in diesem Bereich aus den Erfahrungen des NSU lernen wollen und eine transparente Informationsaustausch, vernünftige und im Führen von V-Leuten sehr intensive Begleitung auch dann der V-Leute organisieren wollen. Das ist der Prozess, in dem wir gerade sind. Das ist ein schwieriger Prozess. Und wir sind aber da, finde ich, auf gutem Weg und bewegen uns auf die Zielgerade hinzu. Und da will ich dann noch am Ende noch eine Bemerkung ganz machen. Das kann man nämlich, ich bin sofort zum Ende, Herr Präsident. Das kann man nämlich auch nicht machen. Auf der einen Seite sagen Sie, setzt die Empfehlungen der Expertenkommission um. Wenn wir das machen, ist es aber nicht das, was Sie ja eigentlich wollen, Frau Kollegin Faeser, nämlich zum Beispiel im Bereich der V-Leute restriktivere Regelungen zu haben, weil genau da sagt nämlich die Expertenkommission, ihr macht das nicht so restriktiv, ihr schneidet euch von den Informationen ab. Also auch da, Frau Kollegin Faeser, müssten Sie sich vielleicht auf eines Ihrer Argumente vielleicht mal einigen, beide Seiten hier zu argumentieren. Das geht nicht. Wir sichern Ihnen, ja, Frau Mrich, bitte sehr. Das Gesetz vorlegen, und ich hoffe auf eine gute Beratung mit Ihnen im Vorfeld und nachher hier im Parlament. Herzlichen Dank. Danke, Herr Frömmrich. Für die Fraktion DIE LINKE hat sich Herr Schaus zu Wort gemeldet.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 5 Minuten sind zu kurz, um dieses abendfüllende Thema angemessen zu besprechen. Ja, es gibt einen riesigen Bedarf zur Veränderung beim Geheimdienst intern als auch bei dessen parlamentarischer Kontrolle, die umfassend aus unserer Sicht aber gar nicht möglich ist. Schwarz-Grün hat vor über einem Jahr vorschnell einen Gesetzentwurf vorgestellt, der an der eigens vom Ministerium eingesetzten Expertenkommission vorbei erstellt wurde, der aber so schlecht war, dass er von dieser in Bausch und Bogen abgelehnt wurde. Der Vorsitzende der Kommission, Prof. Jentsch, sagte damals, der Vorschlag sei nicht nur schlecht, sondern sogar verfassungswidrig. Das war eine schallende Ohrfeige für die Koalition und den Innenminister. Schnell wurde deshalb der eilige Entwurf aus dem Verkehr gezogen, und der Minister kündigte eine Überarbeitung an, und da warten wir heute noch drauf. Die Expertenkommission hat längst ihre Vorschläge vorgestellt, aber die Landesregierung hält ihre Versprechen nicht ein. Nun ist es aber auch so, und darauf will ich ausdrücklich hinweisen, dass unser NSU-Untersuchungsausschuss in diesem Jahr wahrscheinlich noch seine Zeugeneinvernahme abschließen könnte. Bestandteil des Einsetzungsbeschlusses ist es ja auch, übrigens genau wie seinerzeit beim Bundestag, dass der Ausschuss Empfehlungen zur Arbeit des Landesamtes für Verfassungsschutz und zu dessen Kontrolle abgeben soll. Dies einzubeziehen, macht also grundsätzlich Sinn, zumal unsere vielen detaillierten Erfahrungen mit den Mitarbeitern und der Arbeitsweise des Landesamtes gleich in die Gesetzesdebatte mit einfließen könnten. Wobei ich allerdings nur sehr geringe Hoffnung habe, dass wir hierbei zu einvernehmlichen Vorschlägen kommen werden. Als LINKE sagen wir jetzt schon ganz klar, der Verfassungsschutz wird seinem Auftrag, nämlich die Verfassung zu schützen, nicht gerecht. Er ist mindestens im Kampf gegen rechte Gewalt und Terror unfähig und auch unwillig. Genau das lehrt uns das ganze NSU-Desaster. Wenn sogar Mitarbeiter des Innenministeriums den Verfassungsschutz als Gurkentruppe bezeichnen, wenn eine Mitarbeiterin des Verfassungsschutzes die internen Missstände unerträglich nennt und wenn ehemalige leitende Verfassungsschutzbeamte intern die Polizei und die Presse als ihre Hauptgegner verstanden haben, dann liegen wir als LINKE mit unserer Kritik wohl nicht so falsch. Die Zeit ist leider zu kurz, all die persönlichen, strukturellen und ideologischen Missstände heute aufzulisten. Aber ich fasse das einmal so zusammen. Wenn man sich überhaupt darauf einlässt, der Regierung die Möglichkeit zu geben, mit Straftätern aus kriminellen und sogar Terroristenmilieus zusammenzuarbeiten, dann muss das über jeden Zweifel erhaben sein und ausschließlich dem Ziel der Zerschlagung dieser Milieus dienen. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Weg für eine Demokratie überhaupt richtig ist. Aber wenn, dann müssen im Zweifel die Justiz und das Parlament alle Möglichkeiten haben, um diese Zweifel auszuräumen und gegen Missbrauch dieser ungeheuren Macht auch vorzugehen. Ich stelle aber fest, über alle Zweifel erhaben ist da gar nichts. Und gegen jegliche Kontrolle wehrt man sich mit Händen und Füßen nach wie vor. Solange jedoch die Grundsätze einer juristischen und einer umfassenden parlamentarischen Kontrolle nicht erfüllt sind, ja sich der Verfassungsschutz sogar erfolgreich dagegen wehrt, ist er Staat im Staate und sollte abgeschafft werden. Danke. Für die Landesregierung spricht jetzt Herr Innenminister Beuth. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Ich will zunächst die Bemerkung von Herrn Schaus, die er sehr leise vorgetragen hat, aber gleichwohl zurückweisen. Er hat gesagt, der Verfassungsschutz würde die Verfassung nicht schützen. Ich weise das mit Entschiedenheit zurück. Wir können sehr, sehr dankbar sein für das, was unsere Sicherheitsbehörden in unserem Lande leisten. Dazu gehören natürlich unsere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, aber eben auch die Sicherheitsbehörden insgesamt. Dazu gehört der Verfassungsschutz, dem wir sehr dankbar sein können für das, was er zur Sicherung unserer Verfassung für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in unserem Lande leistet. Bei der Frage des Verfassungsschutzgesetzes gilt, auch hier Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit. Bei der Erarbeitung des neuen hessischen Verfassungsschutzgesetzes ist ein hohes Maß an Sorgfalt vonnöten, und Sorgfalt erfordert eine gewisse Zeit, Herr Kollege Schaus. Daran ändert auch nichts daran, dass wir das Thema heute auf der Tagesordnung haben. Und wir kündigen, was den Verfassungsschutz angeht, nicht nur an, sondern wir handeln. Wir handeln unter mehreren Gesichtspunkten. Wir handeln das ist schon ein Stückchen unfair insofern gegenüber der Behörde, weil Sie die Berichte der Expertenkommission ja alle kennen. Dort sind die Handlungsempfehlungen, die der Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages gemacht hat, an die Verfassungsschutzbehörden insgesamt alle aufgelistet. Und die Expertenkommission hat genau untersucht, wie Polizei, wie die Justiz und wie auch unser Verfassungsschutz mit diesen Handlungsempfehlungen des Deutschen Bundestages umgegangen ist. Und dort hat sich ergeben, liebe Kolleginnen und Kollegen, von der Expertenkommission im Ausschuss, im Innenausschuss noch einmal bestätigt, dass diese ganzen Handlungsempfehlungen im Wesentlichen umgesetzt worden sind oder sie dabei sind, genau das zu erreichen, was der NSU-Untersuchungsausschuss erreichen wollte. Und insofern ist es unfair, hier an dieser Stelle so über den Verfassungsschutz zu reden, wie Sie das gemacht haben. Und das sind die Kolleginnen und Kollegen alle sehr, sehr engagiert in der Verwaltung und im Landesamt dabei. Es ist ansonsten sehr, sehr unfair, weil wir eine operative Ausrichtung des Landesamtes erreicht haben. Wir haben das Landesamt ertüchtigt, was Stellen angeht. Wir haben 30% mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, werden wir am Ende des Jahres zur Verfügung haben, um die Sicherheitsaufgaben, die sich im Moment stellen, von denen Sie alle erwarten, dass die erfüllt werden, damit die geleistet werden. Und auch unter diesem Gesichtspunkt finde ich es außerordentlich unfair, wie Sie hier mit unserem Verfassungsschutz umgehen. Ich nehme den Gedanken vom Kollegen Frömmrich hier noch einmal auf. Er hat, wie ich finde, zu Recht die Kollegen von der SPD darauf hingewiesen, erst waren wir Ihnen zu schnell, und jetzt sind wir Ihnen offensichtlich zu langsam. Herr Kollege Rudolph, wir wollen uns doch hier nicht über 4 Wochen streiten. Erst waren wir zu schnell, jetzt sollen wir zu langsam sein. Sie müssen sich schon einmal an irgendeiner Stelle entscheiden. Wir haben einen Gesetzentwurf vorgelegt seitens der Koalition, um deutlich zu machen, wir haben eine Vorstellung davon, wie wir unser Landesamt auch in Zukunft auf eine gesetzliche Regelung legen können. Sie haben damals sich erheblich empört seitens der Abgeordneten von SPD, ich meine auch der FDP, dass die Einrichtung der Expertenkommission durch die Vorlage eines solchen Gesetzes desavouiert wird, brüskiert, hat eben Herr Kollege Greilich gesagt, und dass wir die Abgeordneten am Ende auch noch missachten. Ich finde, erstens war das damals falsch, weil wir gesagt haben, wir müssen deutlich machen, wo unsere politische Positionierung ist, und haben der Expertenkommission am Ende die Gelegenheit gegeben, sich dazu auch einzulassen. Aber, meine Damen und Herren, wir haben dann darauf reagiert und haben gesagt, ja, wenn das so wichtig ist, wenn Ihnen das so wichtig ist, dann müssen wir auch sicherstellen, dass wir den Bericht der Expertenkommission mit den Abgeordneten im Innenausschuss des Hessischen Landtages diskutieren. Und, meine Damen und Herren, wir müssen natürlich Gelegenheit nehmen, am Ende die Beratung des Innenausschusses auch auszuwerten. Wenn die Abgeordneten, was ich nicht kritisieren möchte, aber was ich mal feststelle,
dann über ein Jahr hin keine Gelegenheit haben, die Expertenkommission im Ausschuss zu empfangen, dann ist das bitte nicht die Schuld des hessischen Innenministers, sondern dann ist das schlicht und ergreifend den Abläufen hier im Hessischen Landtag geschuldet, meine Damen und Herren. Da muss man dann schon deutlich sagen, da wir im Wesentlichen durch die Expertenkommission auch unterstützt worden sind in der inhaltlichen Frage, wie wir den Verfassungsschutz aufgestellt haben, da wir ein paar Überlegungen der Expertenkommission durchaus noch aufzunehmen haben für unser Verfassungsschutzgesetz, finde ich es angemessen, dass wir diese Diskussion abgewartet haben, dass wir nunmehr miteinander arbeiten. Dann werden wir sorgfältig und gründlich miteinander diskutieren und Ihnen einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen. So ist es geplant, so wird es gemacht. Und insofern haben wir nach meiner Einschätzung hier unsere Aufgabe entsprechend erfüllt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit ist auch diese Aktuelle Stunde abgehalten.